Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Vlog-Reihe auf unserem YouTube-Kanal. Leute, ich bin verdammt müde. Wir haben es 3 Uhr nachts. Ich habe mich ans Wasser geschleppt. Ich möchte heute so ein bisschen was Besonderes machen. Unter anderem die optimale Beißzeit nutzen. Aber dazu später mehr. Ich habe hier mein Lager aufgeschlagen und werde mich jetzt erstmal noch ein bisschen aufs Ohr hauen. Wir haben stockfinster. Richtig geiler Nebel liegt auf dem See. Mal schauen, ob wir ihn rausdrehen können. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Sonne aufgeht. Moin. So, jetzt können wir auch ein bisschen besser filmen. Jetzt ist hell geworden. Die Sonne geht gerade langsam auf. Ich hatte ja erwähnt, dass ich ein bisschen gemischte Angelei betreiben möchte heute. Und zwar habe ich mich hier auf einem meiner Plätze positioniert, wo ich einen Spot habe, den ich jetzt ein paar Tage vorbereitet habe. Und da wollte ich eine Rute drauf fischen. Mit der anderen Rute wollte ich gleich, wenn die Sonne schön weit oben steht, in einen Bereich gehen und ein bisschen stalken. Dort halten sich die Fische jetzt gerade im Frühjahr richtig gerne auf, weil da steht die ganze Zeit die Sonne drauf und da ist eine Flachwasserzone. Und da würde ich versuchen, ja, einen Fisch zu stalken oder ein bisschen zu gucken, ob ich da einen auf sich fangen kann, wie auch immer. Ob das klappt, weiß ich nicht, weil der Bereich ist wirklich sehr schwer zugänglich. Man hat extrem viel Sträucher, Brombeeren und den ganzen Klimperbimper. Ja, ich bin aber gut ausgestattet, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, ich bin hier heute Nacht schon fast, würde ich sagen, ans Wasser angekommen und hab gedacht, ich knall mich erstmal in meinen Tempest V2 auf meine schöne RLX-Liege und mach's mir gemütlich. Aber kurz nachdem ich die Ruten rausgebracht habe, beziehungsweise die eine Rute auf dem Futterplatz, ist sie auch schon eine halbe Stunde später abgelaufen, die erste Brasse. Kurz danach noch eine Brasse und dann kam endlich schon der ersehnte Karpfen. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt gar kein Auge mehr zugemacht. Hab mir jetzt einen Kaffee gemacht und genieße jetzt mal hier den schönen Sonnenaufgang. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt gleich versuchen, noch einen Fisch da hinten aus dem Nirgendwo rauszuziehen. Ob das funktioniert, weiß ich selber noch nicht. Aber Versuch macht klug und dann wollen wir mal sehen, ob das was wird. Ja, will ich euch einmal kurz die Montage zeigen, die ich hier verwende. Und zwar nutze ich hier vor meiner 40er Hauptschnur ca. 80 cm Leader. Dieser Leader, der ist nicht mit einem Bleikern, sondern der hat schwer eingeflochtenes Material und legt sich wunderbar auf den Grund ab. Den fische ich schon viele Jahre und bin damit echt super zufrieden. Der Vorteil ist, ich kann den ganz normal anknoten und brauche den nicht splicen. Irgendwann ging mir dieses Splicen auf den Geist und dann habe ich mich hier für dieses Material entschieden. Super weich, flexibel, optimal. Unten, wie immer, ein Blei, 100 Gramm Blei. Das Besondere hier dran ist, hier fische ich eine Drop-Off-Montage. Das heißt, wenn es zu heikel unter Wasser wird, zu viel Druck aufgebaut wird, der Fisch zu heftig zieht, wie auch immer, dann klingt sich das Blei aus. Und das ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig, wenn ich Hook and Hold angel. Wie hier in dem Fall. Ich fische hier extrem nah am Holz vor Sträuchern. Und wenn das Blei weg ist, habe ich die Erfahrung gemacht, ist es sehr sicher, den Fisch zu bekommen. Das Blei ist oft der Faktor, dass der Fisch sich festschwimmt. Und das möchte ich auf gar keinen Fall haben. Ja, am Ende ganz normal ein Quick Link, wo das Rig eingebunden wird, beziehungsweise eingeklinkt wird. Und das war eigentlich auch schon. So, ich werde jetzt meine Rute startklar machen, beziehungsweise ich habe gerade die eine Rute reingedreht. Ich hatte vorher beide auf dem Spot liegen und wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, mal da hinten, die Sonne steht jetzt schon ziemlich hoch,
im Dickicht einen Fisch zu fangen, beziehungsweise mal ein bisschen auszukundschaften. Und ja, ich habe mich dafür die Propel 10 Fuß entschieden, einfach weil die Route mega leicht ist. Und vor allem 10 Fuß, damit kann ich richtig schön durchs Gestrüpp rennen, ohne dass ich ständig irgendwo hängen bleibe. Ja, so ist der Plan. Ja, dann habe ich mich für den Tracker T8 Sancturi entschieden. Den kann man aus einem Teil kann man 2 machen. Das ist auch geil, wenn man durchs Gebüsch kommt, weil dann macht man einfach einen Teil ab und dann hat man den deutlich kürzer. So kann man auf jeden Fall viel besser durchs Gestrüpp manövrieren und ja, das wird schon funktionieren. Ich fische jetzt hier nochmal einen schönen auffälligen Pop-up. Ich denke, dass ich da auch hier einen weißen Poppy nehmen werde. Muss ich mal eben hier überhaupt raussuchen. Wo habe ich die denn? Ja, Pop-up sind verschwunden. Jedenfalls fische ich einen weißen Pop-up. Und da nehme ich hier diesen GLM-Teig von der Firma PR Baits. Habe ich auch dieses Jahr schon gute Erfolge mit erzielt. Ich will natürlich an dem Platz jetzt so viel Attraktivität wie möglich haben. Und deswegen den weißen Pop-up, gar kein Beifutter, nur ein bisschen Teig ums Blei. Vielleicht schmeiße ich nur 1-2 Brocken. Aber in der Regel möchte ich das da relativ mit wenig Futter halten, sodass der Fisch direkt auf meinen Köder aufmerksam wird. Ja, so ist der Plan. Ich mache die Route startklar, packe meine kleinen Sachen, die ich mitnehmen, also die ich brauche, die ich mitnehmen muss. Und dann werden wir mal gucken, ob wir uns da irgendwie durchschlagen können. So Leute, jetzt geht's los. Ich versuche einen Fisch auf sich zu fangen, beziehungsweise dort, wo die Kollegen sich aufhalten. Propel 10 Fuß, schön kompakt, um durchs Unterholz zu kriechen. Und den T8 Kescher von uns. Wie gesagt, 2 Teiler, ich habe einen Teil abgemacht. So habe ich den schön bei mir am Körper und brauche den nicht so durch die Gegend zu manövrieren. Wollen wir mal schauen, ob wir einen rauskriegen. Hier am Spot angekommen. Wir haben es tatsächlich geschafft, hier eine schöne Schneise zu finden. Die Sonne steht genau voll drauf auf diese Schneise. Ja, wir versuchen einfach mal jetzt hier eine Route abzulegen. Schön vors Kraut und dann werde ich mich noch mal ein bisschen hier ein Stück weiter bewegen und versuchen mit der Polbrille vielleicht ein paar Fische ausfindig zu machen. Ja, ich bereite jetzt die Route vor. Ich habe nur einen Bissanzeiger bei, einen Kescher, die Route und ein bisschen Teig. Ich werde ein bisschen Teig ums Blei kneten, habe einen weißen Pop-up drauf, um einen visuellen Reiz zu setzen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das heute hinbekommen, hier einen zu stalken quasi. So, nur ein kleiner Überhandwurf, ist wirklich ganz nah am Ufer hier. Schön Slackline hier, damit wir auch bloß keine Schnur im Wasser haben, die den Fisch stören könnte. Wollen wir mal gucken, was passiert. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen hier am Ufer entlang bewegen und gucken, ob ich Fische sehen kann. Aber damit haben wir jetzt erstmal alles getan und ja, hoffen wir, dass einer kommt. So, ich habe die Route jetzt startklar gemacht. Die liegt jetzt in dem Bereich, wo ich die Fische gesehen habe. Es wäre natürlich mega geil, wenn ich da einen fangen würde. Das wäre mein erster Fisch dann, den ich so erstalkt hätte, kann man schon fast sagen, weil hier an unseren Seen ist Stalken echt schwierig. Fische sind oft da, wo man nicht angeln kann. Und hier Fische auf sich zu fangen bzw. die zu lokalisieren, ist echt schwierig. Ja, ich bin an einem 100 Hektar Baggersee. Ich habe noch gar nicht erzählt, wo ich hier genau bin. Aktuell sieht es... Oh, bis... Absolut krass, was da gerade passiert ist. Ja, ich werde den Fisch jetzt verarzten. Ich habe ihn nur schnell im Kescher gelassen. Ich muss jetzt erstmal eine Sling holen und die Abpackmatte. Krass, einfach nur krass. Mega. Hu, hu, hu. Ich bin überwältigt. Ich fange schon an zu stottern, wenn ich rede, aber ich wollte euch noch kurz
da wo ich eben aufgehört hatte, weiter was sagen zu dem Gewässer bzw. zu meiner aktuellen Vorgehensweise. Um das kurz zu machen, ich möchte momentan nicht allzu viel Zeit am Wasser verbringen. Das heißt, ich will nicht stupide Nächte reinknallen. Ich möchte die Beißzeiten optimal nutzen. Und das ist mir in letzter Zeit auch echt gut gelungen. Heute war auch wieder ein mega Beispiel dafür. Wenn man zeitig am Wasser ist und dann zur richtigen Zeit die Beißzeit abpasst, dann, ja, dann knallt das. Der Fisch ist auf jeden Fall ein richtig großer. Ich habe mir noch nicht genau angeguckt, aber ich denke, der ist sehenswert. Ja, als Futter habe ich hier nicht großartig viel eingesetzt. Ich habe hier einfach auf Boilies gesetzt, auf Feed Grade Fruit und habe da einfach zwei Hände White Nut mit reingeschmissen. Einfach als visuellen Reiz, damit der Platz ein bisschen attraktiver scheint. Das Ganze habe ich mit unserem Cream und Fruit Liquid abgedeckt, damit wir einen schönen Flavor unter Wasser haben, der die Fische anlockt. Also ziemlich schlicht gehalten. Ja, ich habe hier, wie gesagt, auf dem einen Platz habe ich ein bisschen Futter vorbereitet. Auf dem anderen Platz bzw. auf der Strecke, wo ich gerade ein bisschen gestalkt habe, habe ich einfach auf Sicht versucht zu fischen und ja, ist mir echt gelungen. Also ist unglaublich. Gleich seht ihr das Teil, es ist Wahnsinn. Ja, den Fisch von heute Morgen habe ich auch noch im Sling. Es war noch recht dunkel, es war nur noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne aufging, habe ich gedacht. Warten wir, bis die Sonne scheint, dann können wir den richtig schön ablichten. Ja, das ist so mein aktueller Stand. Die Bedingungen sind top. Wir haben super Luftdruck. Der Wind hat in den letzten Tagen schön auf meinem Ufer gestanden, weil auf jeden Fall für die Stelle hier sehr wichtig ist. Und ja, der Plan ist 100% aufgegangen. Aber jetzt gucken wir mal, was wir da im Netz haben. Oh, Leute, ich krieg hier gerade richtig was um die Ohren geschlagen. Ist absolut krass. Guckt euch das Monster an. Hammer! Richtig krasser Fisch, oder? Meine Güte! Und den habe ich fast auf Sicht gefangen. Ich konnte den Fisch sehen, habe ein bisschen Boilies verteilt, einen auffälligen White Nut Pop-Up drauf und absolut geiler Fisch. Schaut euch diese Maschine an. Und dann auch noch hier zum zweiten Teil vom Trucker-Vlog. Absolut krasses Style. Richtig gut. So Leute, da darf er wieder schwimmen. Es war mir eine Ehre. Arme nass, alles nass, Ende gut, alles gut. Krasse Nummer. Hier habe ich nochmal einen ordentlichen Spiegler liegen. Der ist heute Morgen, kurz nachdem ich die Route rausgebracht habe, auf dem Futterplatz abgelaufen. Ich hatte ja eine Route auf einem Futterplatz liegen. Und da ist der geile Fisch hier abgelaufen. Kann man schon sagen, das ist eine richtige Knutschkugel. Der ist so rund, wie er hoch ist. Also, da ist der Gute. 12,5 Kilo. Der wird mal echt ein Riese. Der hat einen Stirnacken wie ein Wahnsinniger. Das ist einfach nur ein markanter, richtig geiler Fisch. Was eine Session. Mega, mega geil. Leute, so sehen Sieger aus. Alles kletschnass, Arme nass, Pullover nass, Watthose, alles reingelaufen. Aber ist mir völlig egal. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ist einfach übertrieben krass. Ja, ich habe die Route jetzt da hinten aus dem
aus dem Dickicht befreit und da waren keine Fische mehr zu sehen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich da vielleicht noch einen kriegen kann. Ich habe die zweite Rute quasi jetzt auch wieder auf dem Futterplatz platziert. Hoffe, dass ich da noch einen fangen kann. Wenn nicht, ist auch völlig egal. Für die paar Stunden angeln, zwei solche geile Fische reicht vollkommen aus. Und ja, ich werde noch ein bisschen Futter einbringen, weil ich auch ein paar Brassen gefangen habe. Denke ich, dass nicht mehr wirklich viel Futter da liegt. Und ja, mal schauen. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich wollte gerade noch ein bisschen was essen, bevor ich einpacke. Und jetzt läuft hier wieder einer ab. Ist grandios. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass das ein richtig guter ist. Aber wir haben da heute schon einen guten gefangen. Er steht wie ein nasser Sack. Jetzt kommt er nochmal raus. Ja, der Gute hat auf ein Feed Grade Fruit gebissen, wie ich eben gezeigt habe. Schön mit den neuen Liquids von PR Baits. Das Zeug rennt wie Wahnsinn. Also, richtig geiler Boilie, richtig geile Produkte. Alter, Alter! Leute! Film hier rein! Leute! Alter Schwede! Leute, ihr habt gerade gesehen, was abgegangen ist. Kurz vorm Einpacken, beim Frühstücken kam nochmal eine Granate und ey, was soll ich euch noch erzählen? Das ist unmenschlich, also das ist unmenschlich. Wir gucken mal, was der Gute hat. Leute, so ein Einpackfisch wünscht sich jeder. Das ist wirklich nicht mehr normal. 25,5 Kilo. Ich kann den kaum halten. Ist ein absolutes Monster. Guckt euch das an. Da das so dick gekommen ist, hätte ich echt nicht gedacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert fleißig. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert unbedingt den Tracker YouTube-Kanal. Und ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne, bevor ich einpacke, werde ein bisschen was frühstücken und bis zum nächsten Mal.